hat ein circa geschupfte Ferl frische Socken an. Grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken ab, putzt die Schuhe noch ein Haar, das ins Gewand. Wer beim Wimmer Trasten in der Lerchen fällt, ist Perfektion. Auf der Ecken trifft der Tante mit sie was abschickt, das beliebte Pin-Up-Girl von Herrn Neuss. Ihre Kleidung ist wie seine ganz dezent und schick, sie hat beinahe echte Perlen um den Hals. Aber beim Wimmer Trasten in der Lerchen fällt, ist Perfektion. So gehen die beiden mit vergnügten Sinn zum Wimmer hin. Bei der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die Bete-Gäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten, worauf der geschupfte Ferl, ohne lange zu reden, sein Messer deponiert, die Mitzi hat im Taschel eh noch eins drin. Da fängt mit Schwung und Elan ein gestrampfter Cheaterbock an, gespielt von Charlie Wopper, Schalix Golden Boys aus Herrn Neuss. Und mit Elastizität, die sich von selber versteht, schleift der Ferdinand die Mitzi aufs Paket. Das ist ziemlich übervölkert schon, aber beim Wimmer ist seit Escherwissen Perfektion. Das Saxophon, das improvisiert, die Nummer, I can't give you anything but love. Beim letzten Ton, da hat er sigiert, worauf der Ferl sagt, das ist ein Gesöchter auf. Aber gleich nebenan, da steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Ferdinand gemeint haben könnte. Und er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der geschupfte Ferl hat ihm nämlich einst die Mitzi entführt. Er findet das zwar sehr gemein, doch hasst er Schlägereien. Drum beißt er nur den Ferl in die Nosen hinein. Der ist ganz desperat, er weiß sich kein Rat, weil er das Messer blöderweise in der Garderobe liegen hat. Aber gleich drauf wird ihm besser. Weil ihm fällt ein, die Mitzi hat ja noch ein Messer. Er reißt sie zusammen und gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stösser. Durch diesen Stösser fliegt er durch das ganze Tanzparkett. Am anderen Ende biegt er traurig an der Wand. Und fünf, sechs Tänzer, die ringeln sich am Boden. Davon sagt einer, jetzt gibt's wahrscheinlich einen Maroden. Daraufhin sagt der andere, warum nicht gleich einen Toten? Sie schütteln sich die Hand, dann peideln sie den Ferdinand aus dem Quant. Kaum hat der Ferdl seine Floschen, sagt er mit, sie reib mir's Messer aus der Taschen. Doch die Mitzi sagt, der Teufel soll es holen, jetzt hat mir wer meine Taschel gestohlen. Und indem das dann der geschupfte Ferl wehrlos war, hat die Übermacht ihn ziemlich malträtiert. Er bekam ein blaues Eigel, das er schwerlos war, das hat er mit kalten Umschlägen sich kuriert. Und er nimmt so oft ihm der Schädel brummt, zwei Pyramidon. Doch nächste Woche zieht der geschupfte Ferl wieder frische Socken an. Grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken an, putzt die Schuhe nachher, haut er sie ins Gewand. Weil beim Wimmer draußen in der Lerchen fällt, ist wieder einmal Perfektion.